dann kamen plötzlich neue Gesichter bei der UFA und Marlene war weg und die Bergner war weg und wie sie alle heißen. Und dann kam plötzlich Sarah Leander und alles etwas ganz Billiges und Marika Röck. Und die wurden denn uns als neue Stars präsentiert und ich war also ganz empört und dachte immer nur an meine früheren, für die ich geschwärmt hatte. Nicht wahr? Wenn die Regierung sich einmischt und die Leute nicht reden können oder nicht schreiben können, dann ist es zu Ende. Und das hat mich dann später sehr bewegt, dass diese ganzen Künstler, auch Kurt Gerron, der in dem Film zu sehen war, plötzlich alle verschwunden waren. Ich habe den ehrenvollen Auftrag und das Vergnügen, in die Besuche seiner Majestät für heute Nachmittag 4 Uhr anzukündigen. Bitte dich gar nicht zu inkommodieren. So bitte. Ich sorge für alles. Russischer Tee, russische Musik, russische Stimmung, alles russisch, 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 original russisch. Du weißt, morgen. Wranski! Das Befehl. Merkst du was? Ich merke nichts. Ist auch ein Idiot. Zu Befehl. Dienst für heute Nachmittag 4 Uhr. Kleines Wiener Mädel, seine Majestät als Märchenprinz. 5 Uhr, Salonschlange aus der Oberloge. Seine Majestät als Don Juan, gleich aufs Ganze gehen. Renommee, seine Majestät, in deinen Händen. Zu Befehl. Bei den Wiener Mädel, zurückhaltend, träumerisch, lyrisch, romantisch. Kuss? Verrückt geworden. Bleibt für seine Majestät reserviert. Oh. Du, in Russland sind so Leute wegen kleinerer Dummheiten nach Sibirien geschickt. Du schaust sie an, so, du flüsterst ihr zu, süß, ganz süß. Wenn sie dich küssen will, bist du gefährlich erkältet, so. Verstanden? Ist sie hübsch? Das geht dich, wie man in Wien zu sagen pflegt, ein Schmarrn an. Schibucha! Der Berliner Bankierssohn Otto Wasserzug, der sich als Schauspieler Walburg nannte, Jahrgang 1889, war Max Reinhardts Schüler. Er beginnt 1926 zu filmen, als ihn Reinhardt ans Deutsche Theater Berlin holt, nachdem er seinen Weg über die Stadttheater in Bern, Halberstadt und Frankfurt am Main gemacht hat. Bis 1933 spielte er in 74 Filmen. Mit 42 Jahren, 1931, ist Otto Walburg ein Begriff. Man bringt ihm Ovationen, das Publikum liebt ihn. Sein Sohn aus erster Ehe mit der Schauspielerin Lisa Brosso, der seit 1940 in der Dordogne lebt, erinnert sich. Es gab einen Film von Uchitschki, der eine große Premiere im Uferpalast am Zoo hatte, York. Und da spielt er einen General. Und die ersten 20 Minuten des Films waren sehr tragisch und das Publikum war sehr genommen, ja, von dem hingerissen, ja. Und plötzlich war eine Großeinstellung vom Kameramann auf die Hand meines Vaters, der schrieb, ja. Und man erkannte die Hand meines Vaters, die sehr dick war. Mein Vater wog zu diesem Zeitpunkt 120 Kilo, ja, das war kein kleines Händchen, das war eine große Hand. Und das Publikum räusperte sich und fing an zu lachen, ohne meinen Vater gesehen zu haben. Ja, das fand ich sehr, sehr charakteristisch dafür, für die Popularität meines Vaters. Also der Walburg war so außerordentlich gut in seinem Lied, wer sich niemals vergaß. Erstens kommt es anders. Zweitens, als man denkt, was man unternimmt, es wird dir nichts geschenkt. Darum leg dich ruhig nieder, sag zu allem Schluss, kommt alles, wie es soll, kommt alles, wie es muss. Die Sprache, dieses Blubbern, das war natürlich eine tolle Geschichte, diese Worte, die sich überschlugen, die also vielleicht Ausländer gar nicht verstehen konnten, aber die Sprache war ja sofort zu erkennen. Das war doch wie ein Wahrzeichen für ihn. Nummer 13. Entschuldige auch, ich bin ein bisschen abergläubisch. Sie sind wohl verrückt geworden. Nein. Weshalb sind Sie eigentlich hier? Ach, sehr angenehm, dass wir uns mal aussprechen, Herren. Aufseher, die Sache ist nämlich die, wissen Sie, der Anwalt von meinem Kompagnon, der sagte mir damals, es ist ganz ausgeschlossen, dass mir irgendwas bei der Sache passieren kann. Und ich habe Sie... Bin ich in der Ehe? Ich bin noch nicht fertig. Entschuldigen Sie, Verzeihung. Das ist ja kein Grund, Sie aufzuregen. Sie haben mich doch gefragt, kann man Sie nur erklären. Verzeihung.
Das Familienleben kam bei Walburgs Überbeanspruchung durchaus zu kurz. Wirklich wichtig, außer seinem Beruf, waren für ihn nur noch die Kinder, sagt Walburgs dritte Frau Charlotte Arnert, seit 1941 Dyers, die heute einen Campingplatz in Holland betreibt. Der gemeinsame Sohn Klaus Peter lebt in New Jersey. Morgens um 7 Uhr Frühstück, um 8 Uhr zur Tür raus, Zigarre anstecken, nicht wahr? Und dann habe ich ihn nicht wieder gesehen, ist nachts. Denn da war Film, da war Theater und da war Kabarett. Und das war meistens um 12 Uhr aus. Das Beste, wo mein Vater war, war im Deutschen Theater und in der Komödie, als es unter der Regie von Max Reinhardt war. Alles andere, Film und so weiter, ist nicht negativ gewesen, nicht negativ direkt gewesen, aber war doch alimentär, dass es heißt, aus Ernährungsgründen, sagen wir mal, ja. Und das Literarische, das Künstlerische war Theater doch, ja. Otto Walburg war ein Lieblingsschauspieler meines Vaters und er hat ihn besetzt in Stücken, wo und wann er nur konnte. Wie schon in Frankfurt spielte Otto Walburg auch am Deutschen Theater in Stücken Georg Kaisers, in vielen Komödien von Shaw, war Sternheims Kandidat, der Dottore im Diener zweier Herren und immer wieder der Zettel in Reinhard Sommernachts Traum. Als Reinhard gehen musste, wie Jessner und Piscator, da musste auch Walburg gehen, wie Konrad Veit und Alexander Moissy. Wie haben sich die Kollegen verhalten nach dem 30. Januar 1933? Nicht sehr schön, denn da haben sie uns erzählt, nicht wahr, wir könnten nur noch abends zu Besuch kommen, wir mochten doch wohl kommen, aber es abends, wenn es dunkel ist, und dann gerne durch den Hintereingang, habe ich gesagt, sie werden bedankt. Bei der UFA in Babelsberg übte man vorauseilenden Gehorsam, schneller als das Publikum folgen konnte, und kündigte Walburgs festen Jahresvertrag. Der erinnerte bei der Reichskulturkammer an seine schwere Verwundung im Ersten Weltkrieg und an sein eisernes Kreuz und erhielt für Oktober 1933 eine Sondergenehmigung, bei den Scala-Festspielen als Zauberer aufzutreten. Mit Werner Fink und Maria Solveig, heute die Schriftstellerin Maria Matray. Immer Applaus für Walburg, immer Lachen. Es gab nicht die geringste Demonstration gegen ihn. Es schien völliges Einverständnis zwischen ihm und dem Berliner Publikum zu herrschen. Und dann hatte er die Nächte. Die Nächte bestanden in Anrufen mit obszönen, vulgären Sachen, antisemitische Bedrohungen, geradezu furchtbar. Und die machten ihn vollkommen wahnsinnig. Wien wird die erste Station der Flucht. Als er auf einer Tournee in Pforzheim mit Tomaten beworfen wird, kehrt er nicht nach Berlin zurück. Aber selbst am Theater des befreundeten Intendanten erhält er kein Engagement und die österreichische Filmindustrie beschäftigt ihn nicht mit Rücksicht auf den deutschen Markt. Dennoch empfand Sohn Reinhard, der aus dem KZ Lietzenburg nach Wien kam, auch Positives. Sogar Weihnachten 1936 eine ganz tolle Sache, dass meine Schwestern aus Frankfurt kamen. Dass ich mit meinen Schwestern und mit meinem Bruder zusammen Weihnachten feiern könnte. Das war das erste und einzige Mal. Die Schwestern Ellen und Lore aus Walburgs zweiter Ehe mit Anna-Luise Theiss besuchten Walburg zusammen mit ihrer Mutter im August 1939 in Sreveningen. Sie leben heute in Amerika. In Sreveningen trat er im Emigrantenkabarett bei Willi Rosen auf. Vor den deutschen Truppen war er von Wien über Paris nach Holland geflohen. Im Rieke Hopper Theater nahe der Schouwburg im damaligen Judenviertel Amsterdams erschreckte ein abgemagerter Otto Walburg sein altes Publikum, während die Berliner Kollegen die Studiokapazitäten in den besetzten Gebieten nutzten. Parnassusweg 33 Amsterdam, der letzte Unterschlupf. Hier pflegte den schwer zuckerkranken die Emigrantin Ilse Rhein, seine große Liebe. Sie wurden denunziert und ins Sammellager Westerbork gebracht. Ilse Rhein wurde noch vor Otto Walburg deportiert, wegen Rassenschande mit ihm und ihr Mann, weil er davon wusste. In einem Brief hat Ihnen Ihr Vater geschrieben aus Amsterdam am 26. Februar 1942, Steinhoff war hier, auch Rühmann, aber beide haben sich nicht gemeldet. Wie ist das zu verstehen? Ganz einfach, dass beide Steinhoff
und vor allem Rühmann ein ganz charakterloser Kerl war, weil Rühmann von meinem Vater jede Woche ein-, zweimal-, dreimal in Stöfchen, der abends empfangen wurde und mit ihm diskutiert hat. Er war ein junger Mann, er war 10 Jahre älter nur als ich. Ja? Und das war für meinen Vater wohl die größte Enttäuschung. Und ich selber habe Rühmann 1957 geschrieben, wegen des Nachlasses meines Vaters und so weiter für meinen Bruder und für meine Schwester, um das zu regeln alles. Und da hat er mir geschrieben, er würde sich an nichts mehr erinnern. Also wirklich ein ganz charakterloser Strolch. Ich mache auf den Entenhals aufmerksam, schrieb Otto Walburg auf die Rückseite dieses Fotos. Er wurde am 30. Oktober 1944 in Auschwitz vergast.